Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia. Ja, die Diebe machen uns hier immer noch das Leben schwer und auch ein paar Schemen ärgern uns hier immer, also unsere Leute hier immer mal wieder. Und ich bin euch noch eine Sache schuldig geblieben, die ich euch eigentlich in der letzten Folge schon zeigen wollte. Im Rahmen des eins der letzten Updates oder ich glaube sogar das letzte Update. Also jetzt nicht das, also ihr wisst schon, nicht das letzte Update überhaupt, sondern das, was als letztes so gemacht wurde. Da gibt es eine Neuerung, ich glaube mit Steuerung L kann man hier irgendwie die, ja genau, kann man die, das Lichtszenario ändern. Das finde ich eine sehr geile Sache. Dann kann man sich hier ne, so schöne Sachen hier raussuchen vom Licht her. Und macht das her. Moment, das war nicht schlecht, das auch nicht. Das gefällt mir ganz gut. Ich behalte mal das Base mal bei. So, das ist nicht gar nicht mal so übel. Ne? Also das finde ich auch eine tolle Sache, dass man hier halt jetzt mal so ein bisschen auch mit den Lichtern rumspielen kann. Ne? Da sind unsere Leute da eifrig am Werk. Das ist sehr schön. Die, die machen gerade ein bisschen Pause. Die haben erstmal nichts zu tun, was auch nicht verkehrt ist. Um mal so ein bisschen erholen zu können. Das ist hier eine von unseren Garnisonen. Effizient gerade null. Ja, logisch, die bauen hier nichts. Ja, also die erweitern das Gebiet nicht. Ja. Gut. War das überhaupt meine Garnison oder bin ich hier schon wieder bei den Leuten gelandet, die mit uns nichts zu tun haben? Doch, ausnahmsweise sind es mal die richtigen. Freier Zufall. So, das sind genau unsere Draufgänger. Die hatte ich ja da mal so ein bisschen ins Visier genommen. Um. Bei eventuellen Ärgernissen mit zu erwartenden Werwölfen entsprechende Leute zu haben. So. Ich verliere so ein bisschen die Übersicht, kann das sein? Ich muss mich mal hier so ein bisschen mit der Karte beschäftigen. Also, das hier ist immer noch mein Gebiet. Den Kollegen haben wir hier irgendwie komplett. Eingekreist hier, der ist in uns integriert, so das läuft halt so. Okay, wir haben hier irgendwo Diebe, die meinen, irgendwie uns umärgern zu müssen. Da ist hier Kohleabbau, das ist aber nicht unser Kohleabbau. Diebe, die uns angreifen, was unten? Die sind aber sehr dreist, wenn die sich so weit schon fort. Bis hier runter vortrauen, ist schon eine Ansage. No. Schon wieder Angriff. Diesmal da oben. Genau, Diebeslager. Das war das Stichwort. Da haben wir zwei, aber hier irgendwo waren doch noch welche. Ich bin relativ sicher. Oder waren das die beiden? Hier so weit oben. Egal. Wir müssen uns auf jeden Fall um die netten Leutchen da kümmern. Schau gerade mal, das ist Kohletageabbau, kleines Wohnhaus. Das ist das sind nicht wir. Komme ich immer mit den schon hier mit den ganzen Gebieten durcheinander. Oh mein. So, hier ist unser Gebiet. Ich meine, wir hätten hier irgendwo noch Diebe gehabt. Falsches Spiel, oder was? Jetzt mal ernsthaft. Hier waren noch irgendwo irgendwelche schwere Nöter. Achso, das ist, weil ich hier schon wieder außerhalb meines eigenen Geländes bin. Deswegen. Naja, wir müssen uns auf jeden Fall um die da oben kümmern. Weil ich hatte doch irgendwo Garnisonen in Auftrag gegeben und so weiter und so fort. Das ist die als Bekannte. Dann haben wir hier eine. Da sind jetzt schon. Oh. Von den 25 sind jetzt schon 21 da. Das ist cool. Die hatte ich hierhin verschoben, weil wir da Diebe haben. Okay, das waren diese. Okay, alles klar. Das sieht schon mal gut aus. Und dann haben wir noch eine dritte. Das ist jene dort.
Die muss aber noch entsprechend, genau, Leute rekrutieren. Und da waren die Diebe hier oben, so das Ärgernis, ne? Ach nee, die Schemen. Ah, genau, die Schemen, genau. Ja, sorry, ich muss mich hier wieder erstmal großartig orientieren. Mit den Schemen muss ich mich da anlegen. Und da hatte ich gesagt, ich will entsprechende Leute rekrutieren. Das reicht nicht. Fackeln und leichte Rüstung. Ich gehe hier mal auf Nummer so auf 25, sagen wir mal. Und da hat jemand was nichts zu tun. Das ist aber die Werkzeugschmiede. Wie sieht es damit aus? Habe ich Werkzeug? Spitzhacke. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich die dringend brauche. Aber vorsichtshalber machen wir mal so 5 Stück. Sichel, nö, alles andere ist in Ordnung. Aber so gar keine Spitzhacken zu haben, finde ich jetzt erstmal so ein bisschen, ja. So, die Rüstungsschmiede, die ist mit ihren Aufträgen fast durch. Ich sehe hier nichts, das ist nicht gut. Ich mach gut, da mal so 10. Da auch nochmal so 10 und dann schauen wir mal weiter. Und mit der Schneiderei? Das ist nicht die Schneiderei, das ist die Schneiderei. Okay, da brauche ich dann auch noch so ein bisschen Material. Ich mache mal so 30. So. Und, ja, genau, Abenteuer. Das läuft. Da muss ich natürlich jetzt auf die Lieferung der entsprechenden Ausrüstungsgegenstände noch warten. Was ist hier für eine Aufregung? Ein Dieb. Ah, okay. Die scheint sich hier irgendwie mit Vorliebe hier in diesem Bereich aufhalten zu wollen. Die Holzwerkstatt sagt, sie ist fertig. Kann ich gar nicht glauben. Du machst nochmal so 25 Fackeln. Auf Verdacht. Meinetwegen auch 30. Sägewerk ist alles klar. Hier habe ich die Lager und so. Okay, okay. Deckerposten, Waffenschmiede, die sollten mit ihren Sachen noch beschäftigt sein. Irgendwie ist das komisch. Dann hat letztens irgendwie nicht übernommen. Ich hatte doch da Aufträge in der erteilt. Und hier waren es dann die Pflanzen, richtig. Und nochmal 10. So, oder wurden mir Sachen gestohlen? Das kann natürlich auch sein. Im Augenblick so ein bisschen irritiert. Eisenlanzen habe ich, Holzspeere habe ich, Kettenrüstung habe ich ein paar. Das sieht schon nicht verkehrt aus. Dann würde ich ganz gerne ganz vorsichtig 5 von den Veteranwachen und 5 von den Veteransoldaten hier mal rekrutieren, damit ich da so ein bisschen Reserve habe. Sofern ich da jetzt Reserve produziere oder ich jetzt noch immer in der Situation bin, dass ich die Leute dringend brauche. Ich habe gemerkt, ich habe so ein bisschen die Übersicht verloren. Das Gebäude kann ich abreißen. Ich habe aber irgendwo anders eine entsprechende Kupferstelle gefunden. Irgendwo hier oben eigentlich wäre das gewesen. Stein, Stein, Silbererz, genau. Stein habe ich. Ich baue Eisen ab. Ist hier noch Eisen oder hat sich das schon erledigt? Ich sehe hier nichts mehr. Mit Eisen. Aber ich könnte hier Silbererz schon mal abbauen. Das ist auch nicht verkehrt, wenn ich da noch eine weitere
Bergbau, also Bergbau-Gedingse hätte, bitte hier Silbererz abbauen. So, hier war Kohle, genau. Hier ist Eisenerz. Habe ich, das Kohle, die kümmern sich da drum. Das ist auch cool. Hier habe ich, hier habe ich Kupfer. Da war doch was. Ich wusste es doch. Irgendwo hatte ich noch Kupfer. Silber, Eisen. Hallo? Ach, da. Kupfer. Mach das mal so. Okay. Und hallo. Und dann dürfen die Leute sich da mit dem Kupfer beschäftigen. So, finde ich gut. Stein, Stein, Stein. Also Stein ist jede Menge vorhanden. Holz erfreulicherweise auch. Und hier haben wir ein Diebes- oder zwei Diebeslager. Hier habe ich meine Garnison. Da fehlen immer noch 4 Leutchen. Die hätte ich ganz gerne vollständig nach Möglichkeit. Wie sieht es hier aus? Das sind 7+3, das reicht auch noch nicht. Die sollen sich ja da mit den Schemen beschäftigen. Nach Möglichkeit. Oh, ich sehe hier Silbererz. Achso, das ist der. Nee, das ist der Eisen. Nee, alles klar. Okay. Das war die Geschichte. Und hier war aber auch noch was. Ich hatte hier irgendwie noch ganz viel in Auftrag gegeben. Genau, ich habe jetzt hier insgesamt 30. Wie nennen sie sich? Waldläufer. Und ich hatte hier irgendwo Diebe. Das war das Problem, ne? Und ich bin nicht irgendwo Diebe. Da sind sie. Ich glaube, die hatte ich auch gesucht. So, was sagt die Uhr? Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich aber mal so ein bisschen hier zwischenspeichern. So. Nicht erstaunt sein, wenn man die Slots einmal angelegt haben, ne, die bleiben. Ich habe da schon einige gelöscht. Schon einige, nachdem ich den Löschbutton da jetzt entdeckt habe, sind da schon einige geburzelt, aber die angelegten, die bleiben halt erhalten. So, ne, also die Zahl verringert sich. Also das wird dann halt, obwohl die Slots weniger werden, bleiben aber die entsprechenden Slots, die man einmal angelegt hat, mit der Nummer entsprechend erhalten. So, jetzt habe ich es, glaube ich. Eine Erklärung her. Ja. Ihr dürft euch hier vergnügen. Ihr dürft euch voilà. Da vergnügen und ihr habt da so die Aufgabe, euch da irgendwie um beides zu kümmern. So. Bin mal gespannt. Ich mache mal hier die Ui weg. Wir gehen da mal ein bisschen näher ran ans Geschehen. Die Diebe ahnen noch nicht, was sie so da zu erwarten haben. Da kommen unsere Mannen und Damen, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht beides angelaufen, unsere Leute schlicht und ergreifend. Und ja, gucken wir mal, was passiert. Entweder sind wir hier gleich die Diebe los oder wir sind unsere Leute los. Das ist immer so eine Sache. Da sind schon die ersten Kämpfe. Ich muss noch mal ein bisschen näher ran. Da kümmert man sich um die nächsten Diebe. Ich finde das gar nicht so lustig. Ich schon. So, oh, der ist nicht so ganz ohne, der Kollege da. Jetzt ist aber auch weg. Ein Lager weniger und ich glaube, ja, 2 Lager weniger, wenn ich das richtig sehe. Sehr gut. Hervorragend. Ich bin begeistert. So, Folgendes. Ihr habt eure Aufgabe mehr als gut erledigt. Dürft jetzt erstmal wieder zurück. Zurück, Marsch. Auch hier würde ich sagen, ja, ganz klar, zack, wieder ab ins Heimelige. So, ein paar Leute haben hier federn lassen müssen, leider Gottes. Damit dürfte der Bereich jetzt aber so halbwegs gesäubert sein, glaube ich. Also, ne, was hier so böse Buben anbelangt. Na gut, hier ist immer noch unbekanntes Gebiet. Wenn ich das so angucke, ja, da könnte noch einiges im Argen sein. Ich würde aber trotzdem Folgendes vorschlagen. Ich würde die hier auf 0 setzen. Jetzt höre ich Schemen rumschreien. Wo kommst du denn jetzt weg?
kümmert euch da mal um die Schemen. Machen sie auch gerade. Und würde hier gerne Veteranwachen ansiedeln wollen. Moment, wie ist die Richtung? 10 Stück. Die sich dann um den weiteren Ausbau ja, hier des Grenzgebiets und so weiter, ne, kümmern können, damit wir hier das Gebiet für uns erobern können. So, ja, das ist so der Plan. Jo. Frage, habe ich davon genügend? Aber ich brauche Leute für. Muss ich erstmal wieder orientieren, da bin ich falsch, das sind die Kollegen von nebenan. So, Veteranwachen. Insgesamt habe ich, Moment, jetzt sind sie 11 Veteranwachen. Ich glaube nicht, dass die hier in irgendwelchen Camps oder so existieren. Nee, da habe ich keine Reserven, überhaupt nicht. Veteranwachen. Eisenlanze, bla bla bla, Rüstung, das sieht gut aus. Dann sollen da mal so 10 Leute antreten. Das ist keine schlechte Sache. So. Dann schau ich mal, wie sieht es mit den anderen Garnisonen aus. Ich mach das wieder so. Sonst finde ich die Leute wieder nicht. Okay. Da, genau. Hier habe ich jetzt 21 von 25, die ich brauche. Und wie sieht es hier aus? Da sind es fast 25 komplett. Das ist cool. Das ist sehr cool. Da ist noch ein weiterer unterwegs. So, da wird der Kupfer auf den Tagebau gerade hochgezogen. Wo habe ich denn? Was ist das hier eigentlich? Also, wir fokussieren. Hier. Abenteuergilde, wie sieht das aus? Schickte Waldläufer. Ich mache da mal so 5. Habe ich da entsprechendes Material? Nö. Also Lederrüstungen ja, aber mit den Fackeln habe da hapert's. Vielleicht habe ich 10.000 Fackeln irgendwie in Auftrag gegeben? Wo ist die? Da ist die Werkstatt. 16 sind da noch. Sehen wir mal zu hier. Was brauchst du dafür? Laubholzbretter sollten eigentlich mehr als genug vorhanden sein. Apropos Holz und so und Produktion und so. Habe ich da überhaupt noch was? Oh! Das sieht ja sehr mager aus. Moment mal. Ich deaktiviere mal eben hier das Gebäude. Wie sieht es hier aus? Der ist auch auf Maximum. Hier auch werde ich auch mal kurz deaktivieren. Also was kriegt der, ne? Hatte ich nicht auch einen Brunnen? Ja, der hatte auch hier einen entsprechenden Brunnen. Hier so viele Holzfällerhütten, dass der nicht nachkommt, oder ist das Gebiet einfach schlecht gewählt? Kann natürlich auch sein. Da habe ich ein Sägewerk, hier habe ich eine Sammelhütte, hier habe ich noch eine Holzfällerhütte, die ist aber auch komplett voll. Entsprechende Lager. Eine Hütte, nee. Eieieiei. Okay. Holz. Moment, Augenblick. Ein Lager. Setze ich hier mal hin. Was hat der nochmal alles? Beides. Okay. Ja, dann. Holz. Einmal die Geschichte dort einlagern, bitte. Kriege ich noch ein weiteres Lager dahin oder wird das eng? Könnte sehr eng werden. Aber hier geht's.
erfreulicherweise. Das ist sehr schön. Dann auch Holz. Moment, hier hatte ich was gerade sagen. Eichen. Nee, Quatsch. Ihr wisst schon. Keine Eichen hier. Nadelholz. Dann bisschen hier Laubholz. So. Die Holzwerkstatt hat nichts zu tun. Zahnräder. Komm, mach mal so 5 Zahnräder, damit ich da nicht irgendwo ins Leere laufe. Und wenn du gerade mal dabei bist, also kannst du auch nochmal so 10 Fackeln machen. By the way. Okay. Hier versuche ich mich auszuweiten. Was mir auch ganz gut gelingt. Und hier ist Kohle. Da ist Kupfer. Kohle. Ach, das war das. Hier ist auch nur Kohle. Ne? Ich sehe keinen. Kein Eisen. Kalkstein. Da ist ein bisschen Eisenerz. Wie ist bekloppt. Okay. Dann ist es so, wie es ist. Kohle. Ja. Ich setze den schon mal hier hin. Würde ich vorschlagen. Hier so in die Ecke. So, und dann alles Weitere dann in der nächsten Folge. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt am günstigsten alles noch hinkriege. Mit der Kohle und mit dem Eisen und was wir sonst noch so brauchen. Aufgaben für kommende Folgen. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr mich bis hierhin, bis zu dieser Folge begleitet habt. Auch vielen, vielen lieben Dank für deine Begleitung und für deine Unterstützung. Hilft mir sehr und erfreut mich sehr, dass ihr hier mir die Treue haltet. Vielen lieben Dank dafür. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und genießt die Zeit.